So, Pause zu Ende. Ich glaube, eine halbe, dreiviertel Stunde habe ich gemacht. Ich fühle mich jetzt auch wieder relativ frisch, fit. Natürlich habt ihr gesehen, wie ich vorhin das Papier dort versucht habe, in den Mülleimer zu werfen. Das hebe ich jetzt natürlich auch auf und schmeiße das in den Mülleimer. Zack. Weil wir wollen ja umweltbewusst sein und unser Müll auch mitnehmen bzw. wegschmeißen in die entsprechenden Mülleimer. Ich werde jetzt so weiterfahren. Ich habe mir jetzt überlegt, dass ich versuche, noch ein paar Kilometer zu machen. Also nicht 50, bis ich auf 100 bin, sondern ich werde mich mal drehen, dass ihr mich mal seht und auch ein bisschen im Hintergrund. Hallo. Übrigens, kennt ihr das, wenn ihr richtig viel schwitzt und dann über die Haut so fahrt? Verzeihung. Und der Schweiß getrocknet ist und das dann so, ja, sich anfühlt wie Schnürgelpapier. Ich finde das immer recht witzig so. Egal. Ja, ich werde heute versuchen, noch 70 Kilometer, vielleicht 80 zu machen. Es kommt halt auch darauf an, wo ich einen Schlafplatz finde. Ich versuche irgendwo, natürlich wieder bei jemandem privat auf dem Gartengrundstück zu schlafen. Weil wenn ich jetzt in der Nähe vom Harz komme, ist das natürlich Naturschutzgebiet. Ich weiß nicht, wie ich das Handy halten soll. Ist das natürlich Naturschutzgebiet. Und ja, ich verlasse natürlich meine Stellen so, wie ich sie vorgefunden habe, ordentlich und sauber. Aber trotzdem ist meine Sorge, so ein bisschen erwischt zu werden beim Wildcampen, relativ, ja, nicht groß. Also im Endeffekt, ich sag so, wie es ist mir einfach egal. Weil ich wurde bis jetzt in meinem Leben nur einmal erwischt. Das war meine Tour nach Sylt. Da bin ich auch am Harz vorbeigefahren und habe dort im Wald übernachtet in so einem Stichweg. Und da ist natürlich dann abends ein Förster lang gefahren mit dem Auto und hat mich dann gesehen. Aber das war eigentlich auch recht entspannt. Der hat halt dann auch nur gesagt, ja, er duldet halt und meinte dann auch so, ich soll den Ort so verlassen, wie ich ihn vorgefunden habe. Habe ich natürlich auch gemacht. Von daher gab es auch keine großen Probleme. Aber es kann natürlich auch sein, dass du irgendwann mal jemanden triffst, der nicht so chillig ist und dann halt da einen übelsten Aufriss macht. Ist auch verständlich, weil es gibt auch viele Menschen, die einfach nur sich passend dazu wie der Axt im Walde benehmen und dann irgendwelche Sachen hinterlassen, die nicht unbedingt sein müssen, von Glasflaschen über Müll. Bei den Kunststoffmilch, ich sag mal, bei Papier geht's noch, weil das verrottet. Wenn das ohne Plastikzusätze ist, aber es muss trotzdem nicht sein. Ja. Also, da sollte man natürlich, wenn man unterwegs ist und solche Touren macht und auch vorhat, wild zu campen, bitte ich jeden darum, einfach mal wirklich dann auch darauf zu achten. Und vielleicht auch, wenn ihr Müll von anderen Leuten seht, den einfach mitnehmen. So wie ich es heute natürlich nicht gemacht habe. Ja, also da nehme ich auch die volle Schuld auf mich. Da hätte ich wirklich mal ein bisschen mehr nachdenken können. Vor allem, weil ich ja halt auch Plastiktüten dabei habe, um sowas dann halt zu verhindern. Mal was anderes. Dadurch, dass ich ja jetzt so mehrere Kurzvideos mache, wenn ich dann nach Hause komme und die zusammenschneiden muss und in einen großen Film zusammen machen muss, hat nicht Lust jemand mein, in Anführungsstrichen, Content Manager zu werden? Hallo? Hallo? Mein Content Manager zu werden, weil ich habe halt gar keine Erfahrung darin. Ich will jetzt auch niemanden da irgendwie zu zwingen oder mir die Arbeit selber abnehmen. Also eigentlich schon, ja, will ich. Ich weiß halt nicht, wie viel Durchhaltevermögen. Komischerweise, ich will losfahren, ich mache ein Video, es kommen Leute. Jetzt kommen die ganzen Radfahrer und Traktoren und sowas alles. Oh, da kommen auch welche, die wahrscheinlich ein bisschen länger auf Reise sind. Cool. Ja. Und das einfach zu verwalten und schön zu machen. Ich gehe gleich weiter. Na moin, wo geht's hin bei euch? Wo geht's hin bei euch? Hast du ein Problem damit, wenn du auf Kamera mit drauf bist, auf YouTube dann irgendwann?
rein oder so? Nee, ich frage nur, weil ich gerade filme. Ah, okay. Nee, ich komme gerade von Amsterdam und fahre weiter nach Erfurt. Ah, okay. Ich will dann noch zum Kyffhäuser Denkmal. Wir sind in Berlin angefangen. Holländer seid ihr, oder? Ja. Ah. Ja, Amsterdam angefangen mit Bahn. Okay. Und dann Berlin angefangen und nach Rotterdam. Cool, cool. Schön. Na, ich habe in Erfurt angefangen, letzte Woche Donnerstag. Hallo. Hallo. Und bin dann also von Erfurt in Thüringen nach Amsterdam gefahren. Ja. 3,5 Tage, 550 Kilometer. Wow. Und jetzt gerade ganz entspannt wieder zurück. Also ja. Am Samstag will ich wieder in Thüringen sein. Und da es mir ein bisschen zu wenig Höhenmeter waren in Holland, ja. Will ich dann noch das Kyffhäuser Denkmal mitnehmen. Ja. Nee, ist ja cool. Ja. Aber ihr seid auch gut gepackt. Ich habe ja. Halt nicht so ein schönes Fahrrad wie ihr, aber das kommt noch mit der Zeit. Aber es erfüllt seine Zwecke. Ja. Na dann, nutzt das schöne Wetter, gell? Ja. Und, okay, ja. Und vor allem viele schöne gerade Strecken. Ja. Na dann, ich wünsche euch was. Gute Fahrt. Immer 2 Finger luftbreit unterm Reifen. Ja. Wie sagt man im Holländisch? Slap lecker. Macht's gut. Ciao, ciao. Übrigens, slap lecker heißt schlaf gut. Das wäre natürlich ein bisschen früh. Aber ist krass, ey. Ich war gerade in Holland und triffst du Holländer. Ist geil. Ja, Content Manager. Also wenn jemand Lust und Laune hat und vor allem die, weiß ich nicht, die kreative Vielfalt, warum nicht? Würde sich wahrscheinlich schön machen. Vielleicht mache ich es auch selber, ich weiß es noch nicht. Mal gucken. Aber es wäre halt cool, weil so kann ich mich dann halt darauf konzentrieren, Videos zu machen und diejenige Person kann dann ihre kreative Vielfalt nutzen, um Videos zusammenzuschneiden und vielleicht mit Musik zu hinterlegen oder ein paar Witze einzufügen oder weiß ich nicht, so ein Counter, wie oft ich M sage oder wie oft ich meine Brille nach oben schiebe. Ja. Genug gelabert. Meine Mama habe ich natürlich nicht erreicht, aber die wird wahrscheinlich nachher nochmal zurückrufen, dann mal gucken. Vielleicht habe ich das Glück und kann mir morgen ein richtig geiles, leckeres Müsli machen. Wenn ich dann auch Haferflocken noch irgendwo herbekomme. Ich halte euch auf dem Laufenden. Und ja, werde dann das Video weitermachen. Wir machen manche coole YouTuber. Whoop.